ist Spanisch und Jiddisch. Vor allem während seiner Jahre im Londoner East End konnte Rudolf Rocker seine Ideale leben und verwirklichen. Er hat es verstanden, Theorie und Praxis zu vereinen und die Menschen von ihrem Joch zu befreien, ohne sie in eine neue ideologische Zwangsjacke zu stecken. Er hat nicht für sie gekämpft, sondern mit ihnen. Er war dafür, dass die Menschen über ihre eigenen Belange selbst entscheiden. Deshalb hat man Rudolf Rocker auf den Straßen des East End bis heute nicht vergessen. Später in Berlin waren glückliche Zeiten, wie auf dem Bild von Fermin Rocker, selten. Mainz, seine Geburtsstadt, deren freiheitlich-republikanische Tradition Rudolf Rocker auf seine Weise ein Leben lang fortgeführt hat, betrat er nie mehr wieder. Rudolf Rocker war international bekannt und geachtet. In England, in Spanien, in Amerika, in Mainz scheint er vergessen. Wahrscheinlich deshalb, weil im Denken unseres Landes Anarchismus mit Terror und Chaos gleichgesetzt wird. Aber nicht Gewalt und Terror waren die Ziele des Anarchisten Rudolf Rocker, sondern ein zutiefst humanistisches Ideal. Die brüderliche Solidarität aller Menschen. Eine Welt, in der Waffen, Angst und Misstrauen überflüssig sind. Eine Welt ohne Unterdrücker und ohne Ausgebeutete. Eine Welt ohne Führer und Geführte. Ohne Opfer und ohne Helden der Geschichte. Erinnern wir uns an die Worte Thomas Manns zu seinem Hauptwerk. Ich bin aufrichtig glücklich, dieses bedeutende, tiefe und hochgeistige Buch zu besitzen und möchte es möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt in die Hand geben. Es wurde einsam um Rudolf Rocker, als Millie im November 1955 in Morgan, New York, starb. 3 Jahre später, im September 1958, folgte ihr Rudolf.